Hallo ihr Lieben, Irene hier. Ja, Zeit für eine neue Transformation und zwar geht's ums Thema energetische Parasiten. Das hat sich gerade in einem Gespräch gezeigt und ich hatte eine ziemlich klare Eingebung, dass ich doch dafür eine Transformation für euch alle mache. Energetische Parasiten könnt ihr euch einfach vorstellen wie Kleinstlebewesen, aber eben in diesem Fall nicht im physischen, sondern im feinstofflichen Bereich, da gibt's sowas auch. Und wenn man im energetischen diese Parasiten bei sich irgendwo im System sitzen hat, dann fühlt sich das eben genauso nicht gesund und gut an, wie wenn man die im physischen hat. Und deswegen mache ich die Transformation jetzt, damit ihr die alle loswerden könnt. Gut, lasst uns mal zusammen einen tiefen Atemzug nehmen. Und wir kommen ganz im Hier und Jetzt an. Zentrieren uns jeder in seinem Hara. Und wir gehen weiter mit unserer Aufmerksamkeit, jeder in sein Herz. Öffnen unsere Herzen, so gut es geht. Und wir verbinden uns mit der wahrhaftigen Quelle allen Seins, die vollbewusst und allmächtig ist. Und dem kannst du zustimmen mit »So ist es«. Als erstes werden wir mal um Heilungsbereitschaft bitten für dich, so dass der ganze Prozess gut, leicht und schnell wirklich durchläuft. Wir bitten die wahrhaftige Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer gesamten Existenz heraus darum, dass jetzt für diesen Prozess für dich auf die bestmögliche Weise vollkommene Heilungsbereitschaft, Heilungsfähigkeit und Heilungsannahme hergestellt werden, zu deinem höchsten Wohl, zum Besten des Ganzen, im Sinne der wahrhaftigen Schöpfung und der wahrhaftigen Quelle allen Seins. Und dem kannst du zustimmen mit »So ist es«. In der nächsten Bitte bringe ich mal was Neues mit rein. Ich nenne das Sekundärgewinn. Das bedeutet, wenn ein Teil von dir selbst glaubt, dass zum Beispiel in dem Fall jetzt diese energetischen Parasiten irgendeinen Nutzen für dich bieten, dann würdest du diese ja nicht loslassen. Und falls also so ein Sekundärgewinn bei dir irgendwo im System vorhanden ist, also zumindest ein geglaubter, dann werden wir das jetzt auflösen. Wir bitten die wahrhaftige Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer gesamten Existenz heraus darum, dass jetzt jeglicher Sekundärgewinn bezogen auf dieses Thema in dir vollständig restlos ein für allemal unwiederbringlich und in allem, was ist, in die Quelle allen Seins demanifestiert, dematerialisiert, deinstalliert, deprogrammiert, erlöst und transformiert wird. Und dass du davon vollständig befreit wirst, bist und bleibst in deiner gesamten Existenz mit allen Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind. Und dem kannst du wieder zustimmen mit einem »So ist es«. Damit kommen wir auch direkt zu der eigentlichen Bitte dieser Transformation, nämlich dem Lösen der energetischen Parasiten. Wir bitten die wahrhaftige Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer gesamten Existenz heraus darum, dass jetzt alle energetischen Parasiten in dir, in all deinen Anteilen, Aspekten, Instanzen, Frequenzen deiner Seele, in deiner gesamten Existenz, dass alle Parasiten, alle energetischen Parasiten jetzt vollständig, restlos, ein für allemal, unwiederbringlich und in allem, was ist, in die Quelle allen Seins demanifestiert, dematerialisiert, deinstalliert, deprogrammiert, erlöst und transformiert werden. Und dass du davon vollständig befreit wirst, bist und bleibst in deiner gesamten Existenz mit allen Folgen und Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind,
mit allen sonstigen Eventualitäten, die dabei noch eine Rolle spielen, also allen Hütern, Wächtern, Loops, Schleifen, kausalen und kaskadischen Energien, allen Verankerungen, Reaktivierungen, Unlösbarkeiten, allen Resonanzen, die du da möglicherweise noch in dir trägst, so dass du wirklich vollständig davon befreit wirst. Und dem kannst du wieder zustimmen mit einem "So ist es". Und in der getrennten Bitte werden wir noch die Wirkungen, die Auswirkungen, die Folgen all dieser Parasiten lösen. Das macht einfach nochmal einen Effekt, wenn die in dir eine bestimmte Wirkung hatten, dass die auch mit weggeht. Wir bitten die wahrhaftige Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer gesamten Existenz heraus darum, dass jetzt alle Auswirkungen, alle Folgen und alles Wirken dieser energetischen Parasiten und alles war allem, was damit in Verbindung steht, in dir vollständig, restlos, ein für allemal, unwiederbringlich und in allem, was ist, in die Quelle allen Seins demanifestiert, dematerialisiert, deinstalliert, deprogrammiert, erlöst und transformiert wird. Und dass du davon vollständig befreit wirst, bist und bleibst in deiner gesamten Existenz mit allen Folgen, Folgen der Folgen und immer so weiter, die jemals daraus entstanden sind. Dem kannst du wieder zustimmen mit einem "So ist es". Du kannst dir dabei vorstellen, wie lauter ganz kleine Pünktchen, so lauter dunkle Pünktchen aus dir rausfließen und die Quelle die aufnimmt und transformiert und du in all deinen Anteilen und Aspekten und Räumen und Frequenzen und wo auch immer du existierst, komplett davon befreit wirst. Und dann werden wir so wie am Ende von jeder Transformation dich wieder mit Energie, mit goldener Energie aus der Einheit auffüllen. Wir bitten die wahrhaftige Quelle allen Seins aus der Tiefe unserer gesamten Existenz heraus darum, dich mit goldener Energie aus der Einheit der Quelle allen Seins aufzufüllen, dich damit aufzuladen, zu fluten und dich außerdem auch mit all den Energien, Schwingungen, Frequenzen aufzuladen, die du jetzt hier im Moment am meisten und am besten brauchen kannst. All das zu deinem höchsten Wohl, zum Besten des Ganzen, im Sinne der wahrhaftigen Schöpfung und der wahrhaftigen Quelle allen Seins. Und dem kannst du wieder zustimmen mit einem "So ist es". Wenn du möchtest, kannst du einfach noch eine Weile in dieser Energie bleiben und dich weiterhin auffüllen. Ich werde an der Stelle die Transformation schon mal beenden. Ich danke dir fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Du kannst die gerne an Freunde, Bekannte weiterteilen, sodass auch noch mehr Menschen davon erfahren und den Nutzen für sich daraus ziehen können. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über Kommentare und Rückmeldungen. Wie geht's dir damit? Was ist passiert für dich damit? Ja, vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, deine Irene.